Diesmal gibt es den kürzesten Monatsrückblick, den wir jemals gesehen haben. Und zwar habe ich im April nur 3 Bücher geschafft zu lesen und über alle habe ich tatsächlich schon Videos gemacht. Deswegen fasse ich mich diesmal sehr, sehr, sehr kurz. Das erste Buch, was ich gelesen habe im April, war Crossfire von Sylvia Day. Da habe ich ja schon erzählt, das war irgendwie okay. Es war jetzt nicht der absolute Knaller, aber es war ganz nett. Das zweite Buch war Und alle so yeah von Rebecca Martin. Das war, naja, ein bisschen weniger als okay, aber jetzt auch nicht super schlecht. Es hat mir halt nicht so ganz zugesagt. Und das letzte war dann Heldensommer von Andy Rogenhagen, wo ich ja schon gesagt habe, das Buch mochte ich gar nicht. Und somit war mein April irgendwie ein wirklich schlechter Lesemonat. Zum einen lag es halt daran, dass ich kein Buch gefunden habe, was mich so richtig begeistern konnte. Und zum anderen lag es vielleicht auch zugegebenermaßen daran, dass ich Doctor Who für mich entdeckt habe und tatsächlich in 2 Wochen alle 7 Staffeln durchgeschaut habe. Freak! Jedenfalls habe ich noch ein viertes Buch angefangen. Das ist Unsticky von Sarah Manning. Hier haben wir es. Und ja, da muss ich sagen, ich drehe ja gerade das Video vor. Wir haben heute den 1. Mai erst. Und ich bin noch nicht ganz durch im Moment, aber fast. Und der Anfang des Buches ist ziemlich nervtötend. Da muss man sagen, sind die Charaktere super nervig irgendwie. Es erinnert so ein bisschen an eine Mischung aus Shopaholic und Der Teufel trägt Prada und ja, vielleicht Shades of Grey. Aber das Buch entwickelt sich und es wird viel, viel besser. Also so kurz vor Ende, ich glaube, mir fehlen noch knapp 100 Seiten von den 560, bin ich richtig begeistert von dem Buch. Also ich hoffe, dass ich jetzt endlich wieder eine Glückssträhne bei den Büchern habe und dass der Mai besser wird. Wie genau ich das Buch dann fand, werdet ihr im Rückblick vom Mai sehen oder vielleicht mache ich auch so ein Video drüber. Werden wir mal schauen. Und ja, das war's. Wuhu! Und weil ich ja jetzt nicht nach, was ist das, 1,5 Minuten oder so das Video zu Ende lassen sein kann, dachte ich, ich erzähle euch noch mal ein bisschen was es so im Mai Neues gibt. Und zwar gibt es 2 Möglichkeiten, an denen wir uns treffen können. Das erste wäre am 11. Mai bin ich im Moviepark Bottrop-Kirchhellen. Dort ist nämlich ein großes YouTuber-Treffen, das sogenannte XXL-YouTuber-Treffen von Jimbo organisiert. Und ja, für YouTuber ist der Parkeintritt um einiges günstiger als normal und ich glaube, im Mai wird das Wetter auch einigermaßen gut. Deswegen wird das bestimmt super lustig. Es haben schon, ich glaube, 300 irgendwas Leute zugesagt. Falls ihr noch Lust habt, dahin zu gehen, Karten gibt es auf jeden Fall noch. Ich verlinke euch am besten unten mal, wie ihr da dran kommt, die Facebook-Seite zu der Veranstaltung. Und vielleicht läuft man sich ja da über den Weg, das finde ich ganz lustig. Das zweite wäre, dass, ihr habt es ja mitbekommen, der Webvideopreis verliehen wird. Das wird Ende Mai sein, am 25. um genau zu sein. Und ja, ich habe keine Ahnung, ob ich nominiert werde oder nicht. Ich gehe erstmal nicht davon aus, obwohl ihr so unglaublich fleißig geholfen habt, mein Video zu promoten. Trotzdem gehe ich vorher, bevor die Verleihung stattfindet, zu einem Fantreffen und der Gala. Das ist hier in Düsseldorf. Und auch dafür gibt es noch Karten, die kann man sich einfach holen. Ich glaube, die sind sogar umsonst. Ich habe nämlich nichts bezahlt. Und ja, vielleicht läuft man sich ja wenigstens da über den Weg. Falls ihr also irgendwie in NRW seid in der Zeit am 11. oder am 25., dann schaut doch mal vorbei. Ich bin auf jeden Fall da und ich glaube, ich werde auch mal versuchen, noch meine letzten Bücher vom Welttag des Buches 2012, ja, davon habe ich immer noch welche, loszuwerden. Also, wenn ihr vorbeikommt und mich seht, dann fragt doch einfach mal, ob ich noch ein Buch für euch übrig habe. Denn ich glaube, so 5 bis 10 Exemplare von About a Boy stehen hier noch rum, die unter die Menschen wollen. Ansonsten war es das jetzt wirklich und ich sag mal, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut!